Ich bin schon sehr lange in der Flüchtlingsarbeit, aber einer meiner Schwerpunkte war immer auch Öffentlichkeitsarbeit, weil ich ständig beobachte, dass Fehlinformationen zum Teil gezielt rüberkommen und dass zumindest ein riesiges Informationsdefizit da ist, was Flüchtlinge überhaupt angeht, was deren Zahlen, wie wir gerade gehört haben, angeht und auch deren soziale Situation in Deutschland. Also es gibt unendlich viele Falschinformationen und wenn ich im Bekanntenkreis über die Situation der Flüchtlinge spreche und über konkrete Beispiele, dann höre ich sehr oft, dass jemand sagt, warum sagt uns das keiner? Wir wissen das alles gar nicht, was da abläuft. Von daher ist es seit 22 Jahren mein Anliegen, so lange bin ich in der Arbeit als Sozialpädagogin, bewusst zu machen, was läuft wirklich und vielleicht auch dem gegenüberzustellen, was läuft in der Öffentlichkeit falsch. Also meine Berufsausbildung Sozialpädagogin seit 91 in der Flüchtlingsarbeit, vorher in anderen Bereichen und seit 7 Jahren jetzt ehrenamtlich. Irgendwann wollte ich aufhören mit der Flüchtlingsarbeit und dann war ich in Rente und nachdem man in der Rente so unendlich viel Zeit hat, habe ich dann plötzlich wieder mich neigend und jetzt ist fast wieder, ja, ein bisschen mehr wie ein Halbzeitjob ist es auf alle Fälle. Also ich habe auch das ganze Spektrum von Flüchtlingsleben erlebt bei der Einreise. Ich habe am Flughafen gearbeitet, beim Flughafensozialdienst in der Zeit, wo es gerade so losging mit Bosnien. Ich habe also sehr oft erlebt, wie Flüchtlinge auch im Flugzeug sitzen gelassen wurden und gleich wieder umgedreht wurden. Habe dann später in den Containern in München, in riesigen Containern gearbeitet, wo 200, 220 Flüchtlinge untergebracht waren aus 17, 18 Nationen. Das war dann bis zum Ende meiner meiner beruflichen Tätigkeit. Dann war ich noch beschäftigt, da habe ich dann die Flüchtlinge erlebt. Wenn es zu Ende ist mit dem Asylverfahren in der Abschiebehaft, da habe ich dann für Amnesty International 3 Jahre in der Abschiebehaft gearbeitet in München, in der Frauenabschiebehaftanstalt, habe also auch die ganzen bitteren Erlebnisse, die Ungerechtigkeiten von Inhaftierung ohne Straftat, von Warten aufgrund der Dublin-Vereinbarung und so weiter. Ich habe also viele zerbrochene Frauen dort erlebt, zumindest auch was deren Zukunft angeht, nachdem sie monatelang festgehalten werden. Also man kann bis zu 18 Monate ja jemand in Abschiebehaft halten, ohne dass er eine Straftat begangen hat. Also es sind von der Ankunft am Flughafen, Familienvater mit 2 Kindern, die Kinder wurden aus der Schule geholt, direkt abgeholt, der Vater von der Arbeitsstelle und sind dann zusammen am Flughafen angekommen, um abgeschoben zu werden. Also dieses ganze Spektrum habe ich hinter mir. Das Thema heute muss ich einschränken, also mein größter Stress und meine größte Angst ist immer an so einem Abend, dass ich mich verliere. Das ist so ein unglaubliches Thema. Und im Grunde wäre es so viel zu vielem zu sagen, also ich werde weglassen, die Fluchtursachen. Ich gehe einfach davon aus, dass wir alle wissen, wie sehr wir im Grunde beteiligt sind an den Ursachen, warum Menschen ihr Land verlassen müssen. Also die ganze Geschichte der Kolonisation und jetzt die ganzen Sachen mit Leerfischen der Fischgründe vor Afrika, Ausbeutung in den afrikanischen Ländern und in Billigstarbeit in anderen Ländern, also auch was dann die Armutsflüchtlinge auslöst und irgendwann natürlich, weiß man, kommen auch noch die Umweltflüchtlinge hinzu, da haben wir leider noch keine rechtliche Grundlage, aber wenn ich denke, 20 Millionen Bangladeschi werden vielleicht in 30 Jahren auf die Flucht gehen müssen, die Inder haben wenigstens vorgesorgt und haben schon Mauern gezogen und hohe Zäune, damit die nicht rüberkommen. Also so viel Fluchtursachen ist ein Riesenthema, wäre wirklich mal zu besprechen. In der Politik gerade sehr aktuell, weil man ja mit Lampedusa sagt, oh Gott, wir müssen jetzt was tun in den Herkunftsländern. Das sagt man, ich glaube, schon seit 20 Jahren immer wieder. Also schauen wir, ob sich irgendwas ändert. Vielleicht noch mal zu den Zahlen, weil ich dann auf das Thema Armutsflüchtlinge gar nicht mehr eingehe oder die Wirtschaftsflüchtlinge. Und früher haben bayerische Politiker auch von Wirtschaftsschmarotzern gesprochen. Also nur zur Erinnerung, von 1820 ungefähr bis 1920 gingen immerhin 5 Millionen Deutsche aus wirtschaftlicher Not und aus Armutsgründen ins Ausland, nach Amerika und so weiter. Also nur das Thema, ich werde später nicht mehr drüber reden, über die
sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Für mich ist jeder Flüchtling, der aus Not, egal aus welcher hierher kommt, einfach berechtigt ein Flüchtling. Noch einmal zum Vokabular. Es gibt bestimmte Stellen, zum Beispiel das Landratsamt, die wollen das Wort Flüchtlinge nur hören für jene, die einen Pass haben, die schon anerkannt sind, und das andere sind Asylbewerber oder Asylsuchende. In den Organisationen wie Amnesty, Pro Asyl und Kirchen und überall, Flüchtlinge sind Menschen, die auf der Flucht sind, also auch im Asylverfahren. Deshalb verwende ich das Wort, auch wenn manche sagen, das ist jetzt nicht richtig. Also zu den Zahlen noch, also ich habe angefangen mit der Arbeit 1991, 1992, da haben wir immerhin 400.000 Flüchtlinge gehabt in Deutschland. Dann ging es enorm runter, das war die Zeit, wo ich dann ausgestiegen bin gerade, da hat man dann übrig Kapazitäten gehabt, vorher waren 16 Flüchtlinge, 4 Flüchtlinge auf 16 Quadratmeter, dann sind es plötzlich weniger geworden. Da hat angeblich der Bayerische Rechnungshof gesagt, so geht das nicht, das ist Verschwendung, es müssen Unterkünfte zugemacht werden. Also wir waren damals alle sehr sauer, man hätte auch sagen können, okay, jetzt hat es sich ein bisschen verdünnt, jetzt machen wir halt dann 2 Menschen auf 16 Quadratmeter, aber das war so nicht die Rechnung, sondern man hat Flüchtlingsunterkünfte zugemacht, weil es eben dann 2006 und 2007 plötzlich nur mal 30.000 waren im Vergleich zu 400.000 am Anfang. Und dann ging es wieder langsam nach oben, also jetzt im August diesen Jahres, letzten Jahres waren es, im letzten Jahr waren es 71.000 und jetzt heuer rechnet man also bis zum Jahresende mindestens mit 100.000, keiner weiß es genau, es können auch wesentlich mehr sein. Ich vermisse im Moment die vielen Flüchtlinge, die im vorigen Jahr die Zahl nach oben getrieben haben. Das waren die Romas, die im Moment mir nicht erscheinen, und zwar die Romas, die aus Mazedonien kamen und so weiter. Ich fürchte, man hat tatsächlich ernst gemacht, ohne dass wir es wissen, und hat schnell, still, heimlich, leise die Visumspflicht wieder eingeführt. Das wollte man ja, weil unsere Innenminister sehr sauer waren über diese Wirtschaftsflüchtlinge. Dabei weiß jeder von uns, wie es Romas geht in ihrem Land, die totale Diskriminierung zum Teil waren, die ich erlebt habe, die aus Baracken dort gekommen sind, die kamen eben dann im November, weil sie nicht wussten, ob sie ihre Kinder heil über den Winter bringen. Und auch wirklich diskriminiert, gejagt, ohne Chance auf ärztliche Versorgung und so weiter. Also die Roma machen heuer fast keine große Zahl mehr aus, es sind im Moment eher dann, was nach oben geht, die syrischen Flüchtlinge. Vielleicht noch so viel, welche Herkunftsländer sind in Deutschland ganz vorne, deckt sich auch ein bisschen jetzt schon, aber noch nicht sehr mit Erding. Wir haben diese Gruppen in Erding, aber nicht in den Relationen wie deutschlandweit. Die größte Gruppe ist, manche meinen irgend Afrika, nein, ist die Russische Föderation. Also es sind sehr viele Tschetschenen, Weißrussen und so weiter. 20% der Flüchtlinge in Deutschland sind aus der Russischen Föderation. Im Landkreis haben wir überwiegend Tschetschenen und Aserbaidschan. Nächste große Gruppe ist Syrien, wird steigen, also wir merken das jetzt auch. Da sind jetzt nicht drin bei diesen Flüchtlingen die Syrer, die mit diesem Kontingent hergebracht werden, die tollen 5.000, die Deutschland im Moment großartig aufnimmt und per Flugzeug herbringt, die sind jetzt da nicht drin, sondern hier geht es um Asylbewerber, die mit dem Flugzeug, Gott sei Dank, aus den Flüchtlingslagern der umgrenzenden Länder von Syrien hergebracht werden. Die haben es besser, ja, die kommen und kriegen eine Aufenthaltserlaubnis, haben also den ganzen Stress mit illegaler Flucht, illegaler Einreise, zum Teil über den Seeweg und dann langes Asylverfahren oder auch nicht. Also die haben dieses Problem nicht, aber die wir im Landkreis haben, die Syrer, die haben also zum Teil schreckliche Fluchterlebnisse, sind ein paar dabei, die auch über Lampedusa kamen. Es sind ganz viele, die diese schreckliche Strecke Türkei, Griechenland und so weiter versucht haben weiterzukommen, es sind welche dabei, die Angst haben jetzt, trotz, obwohl sie Syrer sind, aber in Italien Fingerabdrücke haben, dass sie dahin zurückgeschickt werden, und da wäre viel zu sagen, wie es in Italien zugeht. Also das ist die zweite Gruppe, dann haben wir viele Afghanen, eigentlich nur 7% deutschlandweit, sehr, sehr viele in Erding im Landkreis. Also es war so die stärkste Gruppe nach den irakischen Christen, die inzwischen anerkannt sind, die zum Teil auch schon weggezogen sind. Aber wie gesagt, Afghanen in Erding sehr, sehr viele, in einem Haus fast
lauter afghanische Flüchtlinge. Also das täuscht dann ein bisschen. Deutschlandweit sind es nur 7%, dann kommt Serbien mit 7%, Iran und Pakistan auch mit 4,2%, dann erst kommt Somalia mit 2%. Und dann gibt es die große Gruppe andere 30%. Da ist dann alles drin, von Bangladesch bis Indien, bis Eritrea, bis Kenia, bis Somali, bis, was haben wir denn gerade im Moment, Senegal, Mali und so weiter. Also eine Gruppe dann von 30 aus verschiedensten Ländern, also eine sehr heterogene Gruppe, was die Zugehörigkeit angeht. In Bayern entscheidet sich dann bei der die Verteilung der Flüchtlinge entscheidet sich so ein Stück nach der Zuständigkeit des Bundesamtes. Das heißt, Bayern ist eben nicht für alle Nationen zuständig, sondern jetzt für die, die ich genannt habe, die also auch alle in Bayern vertreten sind. Es gibt andere Bundesländer, die sind für Indien zuständig, andere für Bangladesch. Hat zur Folge, dass vor 20 Jahren waren ganz viele Bangladeschi da. In Bayern. Jetzt ist Bundesamt irgendwo in Nordrhein-Westfalen zuständig. Jetzt, wenn Angehörige nachflüchten, dann sitzen die in Nordrhein-Westfalen und die Angehörigen hier, die kommen ziemlich sicher nie zusammen, weil sie über eine Duldung gar nicht hinausbringen. Also das ist der Anfang von Familientrennungen, die durch rechtliche Vorgaben einfach passieren. Also das Bundesamt entscheidet letztendlich, wo das sitzt und dahin kommen die Flüchtlinge. Und das ändert sich leider immer so alle x Jahre wieder und dann haben wir wieder ganz eigenartige Konstellationen. Wie kommen die Flüchtlinge nach Europa? Das wissen Sie alle vielleicht schon reichlich. Jetzt mal diese Geschichte mit Lampedusa. Gleiche schreckliche Sache ist natürlich von Mauretanien und so weiter Richtung Spanien und Portugal. Das ist im Moment nicht so in unserem Blick, ist aber sehr lange doch sehr dramatisch gewesen, bis diese Zäune und Mauern errichtet wurden. Da gab es auch noch Tote in diesen hohen Stacheldrahtzäunen da, die also nach Spanien und Portugal geflüchtet sind. Also da ging es eigentlich dann auch los so mit dem Schutz von Europa. Das hat dort angefangen und dann kamen auch die Flüchtlingsströme über Griechenland, Lampedusa, Malta, Zypern. Für alle, die wissen wollen, wie es einem jungen Menschen geht auf der Flucht, ein ganz simpel, einfach geschriebenes Buch, Im Meer schwimmen Krokodile. Es ist der Bericht eines jungen Flüchtlings, der letztendlich dann in Italien landet, ist von Fabio Geta, eine wahre Geschichte. Ich glaube, es heißt dann, was dann am Ende noch bleibt, das sind die Erinnerungen. Also das, wenn man gelesen hat, dann hat man so eine kleine Vorstellung von einer Fluchtgeschichte, die also bei Afghanen über Pakistan geht. Also fast alle, die ich in den Unterkünften kenne, haben eine ganz schlimme Odyssee, Pakistan, Iran, Türkei, Griechenland. Dann bei einigen ist dann Ungarn drin, ist Serbien drin, ist Mazedonien drin, wieder rückgeschickt. Ich habe ein paar junge Flüchtlinge, die glaube ich sind, 3-4 Mal haben es versucht, von Griechenland wegzukommen und wurden jedes Mal erwischt und wieder zurückgeschickt und wieder versucht. Also Fluchtgeschichten sind bei einigen 5, 6, 7 Jahre alt. Kinder, die auf der Flucht geboren sind. Gerade die afghanischen Flüchtlinge hängen oft jahrelang im Iran, arbeiten dort schwarz, verdienen sich am Bau die irgendwelche Familienangehörigen den weiteren Fluchtweg und so weiter. Also Flucht ist bei manchen sehr, sehr lange. Manche, die viel Geld haben und gute Schleuser und so weiter, kommen wenige mit dem Flugzeug. Schleuser wäre ganz viel drüber zu reden, also ich werde mir jetzt hier nicht drüber auslassen, aber ich kann nur sagen, ein Flüchtling kann normal nicht legal kommen. Der braucht, um über die Grenzen zu kommen, irgendwie einen Pass. In Deutschland einzureisen, theoretisch bräuchte man auch ein Visum, aber zumindest um ein Flugzeug zu betreten, einen Pass und ein Visum. Die Grenzkontrolle in Athen oder wo auch immer erfordert es. Und wenn man es nicht hat, und in vielen Ländern haben die Menschen auch keinen Pass. Oder aber sie haben nur einen Personalausweis. Oder man rät ihnen, lassen sie das Ganze zu Hause. Es geht verloren auf der Flucht. Also, aber in der Regel bekommt ein Mensch aus diesen Fluchtländern nie und nimmer ein Visum für Deutschland und das ist erforderlich, um legal einzureisen.
ich erzähle immer die Geschichte, es hat mich so beeindruckt, wie dieser Jugendtag war, weltweit in Deutschland. Und dann blieben ganz viele Hotelbetten und Zimmer und Jugendherbergen leer, die reserviert waren, weil die katholischen Jugendlichen aus Indien gar nicht kommen durften. Mit denen hatte man gerechnet, haben sich angemeldet, haben kein Visum gekriegt. Warum? Weil die Behörden Angst gehabt haben, also die Auslandsvertretung hat in Absprache mit Deutschland also vereinbart, kein Visum. Vielleicht bleiben die hier, also geht nicht. Also Visum zu bekommen geht fast gar nicht. Also es gab noch die Zeit, wo Togolesen ein Visum bekamen, aufgrund unserer geschichtlichen Verquickung, zeitlang mit Togo. Aber jetzt haben diese Länder alle Visumspflicht. Also, und wenn ich kein Visum habe und ich will hierher kommen, dann komme ich in jedem Fall schon mal illegal hierher. Das im Grunde ist schon eigentlich strafbar. Nicht unbedingt, aber mit einem gefälschten Pass zu kommen, dann wird es ganz schrecklich. Weil die steigen aus dem Flugzeug zum Beispiel, aus die wenigsten kommen ja mit dem Flugzeug, aber irgendwo werden sie kontrolliert. Und wenn dann das Wort kommt, Pass bitte, und die sind nicht informiert, sie zeigen vor Schreck ihren gefälschten Pass und dann kriegen sie eine dicke Anzeige wegen Urkundenfälschung. Also ich habe gesehen, 120 Tagessätze, das ist schon hochkriminell. Also das ist dann vorbestraft, weil ich keine andere Chance habe und weil also einfach aus Schreck den Pass noch gezeigt habe, also mir die Einreise erschlichen habe mit dem Dokument, das gar nicht mehr gehört. Also die Flucht, und das ist jetzt vielleicht schon ein Bogen auch zu unseren Kindern und Jugendlichen, die erleben ja dies alles mit. Die Kinder, mit denen wir zu tun haben, die jungen Leute, die erleben einmal den Stress der Eltern mit, die leben in schrecklicher Angst in diesen Lastwagen, wo sie oft tagelang immer nur mit hinter, was weiß ich, Fässern oder was auch immer, verborgen, sich aufhalten, nur nachts mal kurz raus dürfen, wenn überhaupt, manche erzählen auch, ja klar, dass sie 3, 4, 5 Tage da im Lastwagen waren und auch natürlich die Notdurft im Lastwagen verrichten mussten und so weiter. Also sie haben schlimme Erlebnisse und die Angst der Eltern, diese ständige Anspannung, das geht an Kindern, auch an kleinen Kindern, überhaupt nicht spurlos vorbei. Nur deren Traumatisierung fällt auch jetzt noch immer hinten runter. Da interessiert sie im Moment keiner. Was ständig passiert, das sind Familientrennungen, dass plötzlich eine Gruppe mit dem Schleuser losgeht und irgendwann werden sie auf verschiedene Lastwagen verteilt, wo es wieder weitergeht. Und ich habe die ständig, wie ich am Infobus gearbeitet habe, Eltern, Mütter oder ältere Brüder, eins von meinen Geschwistern oder Kindern ist abhanden gekommen. Dann wie findet man die wieder irgendwo auf diesem weiten Weg? Das ist die eine Trennung, die zufällig passiert. Dann gibt es eine Trennung, die durch Dublin jetzt, durch diese Regelung passiert, zurück in das Herkunftsland, also in das erste Einreiseland in Europa. Ich habe zurzeit wieder 2 Familien und es ist unendlich anstrengend und schwierig und bitter für die Familien meistens. Landet, zum Beispiel sind es immer afghanische Familien gewesen, in Athen. Meistens reicht dann das Geld für den Schleuser nicht mehr, also da sind wir uns ja einig, dass das kriminell ist, was man den Leuten abknöpft, also im Grunde das ganze Hab und Gut. Sehr oft reicht es in Athen dann nicht mehr für die ganze Familie. Ich habe ständig Familientrennungen. Die Familie schaut dann, dass die Mutter weiterreist mit dem kleinsten Kind, manchmal hochschwanger. Der Vater bleibt zurück, sehr oft mit den restlichen Kindern, also mit 1, 2, 3 Kindern sitzt er in Griechenland. Und es dauert dann bis zu einem Jahr, bis wir die zusammenbringen. Sie haben aufgrund der Dublin-Regelung, gibt es natürlich das Recht, dort zu sein, wo ein Teil der Familie ist. Also das heißt, wir können sie herholen, das geht über den UNHCR und griechischer Flüchtlingsrat und. Und ist mühsam und irgendwie verläuft es irgendwo immer bei den griechischen Behörden. Keiner weiß, wann passiert was, weil die eingedeckt sind und eine nicht funktionierende Bürokratie und Verwaltung haben. Also da haben wir ständig, also allein in Erding kenne ich jetzt 3, 4 Familien, wo wir die Familienzusammenführung jetzt geschafft haben. Eine junge Frau, Mutter, die ganz verzweifelt ist, da war erst vorgestern, das kleine Kind ist noch nicht 2 Jahre, hat immer wieder mir das Bild vom Papa gezeigt, eine Fotokopie, der ist noch in Griechenland mit 2 Geschwistern. Und die Frau wartet und wartet und wartet und wenn es endlich soweit ist, dann Griechenland hat das Geld nicht mehr, dann muss auch das Geld für das Ticket hierher irgendwo organisiert werden. Also Kinder, die getrennt werden von den Eltern, auch Kinder, die auf der Flucht geboren sind,
die Traumatisierung durch die Flucht, einmal durch die Eltern, die ständig angespannt und in Angst sind. Dann erleben gerade Jugendliche, die in bestimmten Ländern, jetzt ich nenne leider immer wieder Griechenland, weil das halt das europäische Land ist, wo am bekanntesten ist, dass nichts funktioniert und dass die soziale Versorgung katastrophal ist. Unsere Kinder und Jugendlichen, die gerade die Jugendlichen, die Griechenland erlebt haben, erzählen beeindruckende Dinge. Also ausgebeutet, sie haben gearbeitet, eine Jugendliche, den ich jetzt so von mir habe, in einem Restaurant gearbeitet, immer wenn irgendwo Verdacht war, Kontrolle kommt, musste er weg. Ja, wo hat er geschlafen? Er hat immer gesagt, Camp, irgendein Verschlag, denke ich. Also für wenig Lohn. Gerade das halt übernachten und das Essen gehabt haben und immer die Hoffnung, so viel Geld zu haben, dass sie irgendwann die Weiterreise schaffen, weil Griechenland einmal überfordert ist, kein System hat zum Asylverfahren und im Grunde nach einigen Monaten die Leute sowieso spätestens auffordert, das Land zu verlassen, egal wohin. Es gibt ganz andere Dinge noch, die passieren. Die Jugendlichen, vor allem auch männliche Jugendliche, die in Athen ja keine Behausung haben, die in den Parks schlafen, die werden ständig von der Polizei von einem Ort zum anderen verjagt. Ich habe einen Familienvater, dem Kind wurde von einer Nazi-Gruppe, die ganze Gruppe angegriffen. Ich meine, es gibt jetzt diese Hetzjagden durch Athen, die große Ausländerfeindlichkeit. Dem Kind wurde der Arm gebrochen, die Mutter in größter Sorge, weil der natürlich nicht richtig versorgt wurde da unten und so weiter. Also die erleben dann eben auch den Rassismus auf der Flucht dort und dann auch Prostitution. Wenn die auf der Straße rumhängen und kein Geld haben und irgendwann einfach Geld brauchen. Es gibt ganz viele junge Leute, die eben dann ja, angesprochen werden, auch Frauen natürlich, um sich die Weiterreise vielleicht auch zu verdienen. Ich denke da an ein paar junge Frauen aus dem Kongo, die also dort schon durch die im Ostkongo ständig durch diesen Bürgerkrieg der Vergewaltigung ausgesetzt waren, die vielmals dort vergewaltigt wurden, die auf der Flucht hierher dann sich zum Teil noch einmal hergeben mussten, damit einfach die Weiterschleusung funktioniert hat. Und es war jetzt gerade der Bericht, weiß nicht, wer es gelesen hat, dass die Leute, die bei diesem letzten Boot, das in Lampedusa ankam, jetzt im Hintenach berichten, dass sie viele Male, also in diesen Camps, bevor sie überhaupt weiterging, vergewaltigt, geschlagen und so weiter, also wirklich misshandelt. Da ist einer von den mutmaßlichen Schleusern jetzt im Moment, wird er angeklagt, aber die Frauen sind traumatisiert und alle, die da mit dabei waren. Ausbeutung sowieso, für Billiglohn arbeiten. Also es sind Dinge, die jetzt die Kinder miterleben oder aber die Jugendlichen, mit denen ich sehr viel zu tun habe, wobei ich Jugendliche nicht mit 18 abschließe, sondern eben bis 21 haben wir sehr, sehr viele junge afghanische Leute, die eben sehr schlimme, bittere Dinge erlebt haben auf ihrer Flucht hierher. Vor kurzem war auch noch ein Beispiel Syrer in Ägypten, wurden jetzt vor kurzem, ich glaube, 1500 Syrer inhaftiert. Die wurden also erwischt und da waren Frauen drunter, da waren Kinder drunter, auch kleine Kinder. Die wurden inhaftiert, weil sie erwischt wurden, wie sie das Land auf dem Boot oder auf dem Seeweg verlassen wollten. Und es ist auch bekannt, dass der Herr Gaddafi unendlich viel Geld von Italien und von Europa gekriegt hat, bis hin zu ein paar tausend Leichensäcken hat man sich bei Gaddafi eingekauft, damit er die Flüchtlinge gerade aus Italien sofort zurückgenommen hat. Die kamen gar nicht zum richtigen Asylverfahren. Und vor kurzem war wieder ein Bericht, was dann passiert. Die Flüchtlinge, die dort wieder landen, die werden zum Teil einfach wieder ins nächste Land Afrikas noch bis Richtung Wüste transportiert. Also die Flucht ist ein dramatisches Erlebnis. Es kommt zu dem hinzu, was die Kinder ja zu Hause schon erlebt haben. Ich denke jetzt an ein syrisches kleines Mädchen, das war dermaßen auffällig, der Vater ist immer noch nicht da, der ist im Libanon. Das Kind konnte stundenlang schreien. Wenn die Mutter mit mir nur ein Papier besprechen wollte, hat die Kleine plötzlich wie am Spieß gebrüllt, das ganze Haus verrückt gemacht, so hat es geschrien. Hat es nicht ausgehalten, dass die Mutter irgendwo einmal eine halbe Stunde sich dem Kind nicht gewidmet hat. Also irgendwo alles gebraucht, was an Zuwendung irgendwo möglich war. Das ist die Situation der Kinder und Jugendlichen auf der Flucht. Dann kommen sie in Deutschland an und dann kann wieder was passieren. Da habe ich jetzt ein paar Fälle wieder, also dass Familien getrennt werden. Ich habe von einer Kollegin erlebt, die macht eine Vormundschaft, ist für Vormundschaften in München zuständig. Die Familie wurde auseinandergenommen. Vater
Mutter und größere Geschwister, die sind Richtung Nürnberg, glaube ich, oder weiter verteilt. Der kleine Bub mit 12 Jahren und ein Cousin mit 14, 15, die hängen noch in München, syrischer Bub. Also ist einfach Gleichgültigkeit oder wie auch immer von den Behörden, dass so Dinge passieren. Und ich habe in Cookingham einen Familienvater gehabt, der war sehr lang von seiner Familie getrennt, eben das Kind mit dem gebrochenen Arm. Dann kam er endlich an und was macht dann die Regierung von Oberbayern, die zuständig ist für die Verteilung? Der Vater wurde 2 Tage später nach Eisenberg in Thüringen verteilt. Also wir haben schier durchgedreht, jetzt ist der wieder weg und er weiß, er hat innerhalb von so und so vielen Stunden hat er dort anzukommen. Er war brav und ist hingefahren. Die anderen waren alle ganz irritiert. Er ist hingefahren und hat den Platz zum Aussteigen nicht gefunden, ist in der Nacht zurück nach München gekommen, hat ein Taxi und so weiter, ein Taxi genommen und dann ging es los. Dann ging eben jemand mit zum Bundesamt und hat bei der Regierung dort mitverhandelt und dann war die Sache geklärt. Das war, ich würde nicht sagen, das war jetzt Absicht oder den zu quälen, sondern Gleichgültigkeit. Einfach so, die Familien, die Kinder, die gleichen Namens sind, die mit ihm ankamen, durften hierbleiben, die waren dann doch bei der Mutter, aber er sollte ganz woanders hin. Also so Dinge passieren. Und ein anderer Jugendlicher, der ist in den Containern gelandet vor kurzem, mit der ganzen Familie gekommen. Die Schwester hat 2 schwerstbehinderte Kinder, eins ist blind und eins ist geistig behindert. Und ein ganz alter Vater, der also auch Hilfe braucht beim Waschen, beim Duschen. Die ganze Familie ist da. Könnte sein, dass sogar eine syrische Gruppe war. Der eine Jugendliche mit 18, 19, der fitteste war, der ist in München geblieben und dann nach Erding verteilt. Der Rest der Familie kam nach Amberg. In Amberg war diese Schwester, er konnte hier in Erding Englisch, die Schwester konnte gar nichts. Die war total überfordert dort, die konnte mit den Schulen nicht, mit niemanden. Und der Vater musste dann in extra Raum für die Männer leben, ganz klar. Und die Tochter konnte da natürlich nicht hin zum Duschen und zur Toilette. Also er wurde dringend gebraucht und er hat ständig gefragt, ich brauche eine Umverteilung. Das hat ewig gedauert. Zuerst hat sich die Kollegin in München von der Innermission gekümmert und dann haben mir noch geschrieben und dann habe ich an die Regierung ganz oben geschrieben, an die Aufsicht, sie sollen doch da mal, und jetzt ist er aber in Amberg bei den Verwandten. Aber es passieren Dinge, wo man so ganz normal sagt, muss das sein oder ist es Versehen oder ist es Gleichgültigkeit oder wie auch immer. Die Leidtragenden sind die Kinder und Jugendlichen. Dann, wenn ein Jugendlicher hier ankommt, ich habe 2 davon, einer der leidet sehr, der ist sich sicher und hat ja auch Papiere, ich bin 17. Er wurde in Augenschein genommen und man hat gesagt, nein, Sie sind 18 und noch was. Also man hat das Geburtsdatum einfach festgelegt und er ist wirklich irritiert. Also war heuer ein paar Mal in der Presse, warum macht man das? Weil man, wenn man jemanden für 18 erklärt, hat er keinen Anspruch mehr auf den Vormund, auf Jugendhilfe und so weiter. Also je jünger er ist, der ist jetzt brav in Erding gelandet, wenn er 17 wirklich gewesen wäre, hätte man zumindest einen Vormund für ihn bestellen müssen, der dann schaut, was braucht er. Im Moment ist man ja sogar so weit, Sozialministerium, dass sie sagen, jeder 16-Jährige muss in geeigneter Jugendhilfeeinrichtung und die zwischen 16 und 18 sollen künftig auch nicht mehr in den Gemeinschaftsunterkünften. Das sind Pläne. Darf ich kurz was sagen? Heute war in der SZ der Bericht über Jugendliche, ich glaube in Rosenheim. Genau. Können Sie da was dazu sagen? Kommt das öfters vor mit dem Zwang? Da ging es darum, dass ein Jugendlicher geröntgt werden sollte. Genau. Und mit Anwalt hat es, um das Alter festzustellen, und mit dem Anwalt wehrte sich dagegen. Genau. Also das ist so eine schwierige Geschichte. Normalerweise ist es in München jetzt so, dass sie bei ein paar Behörden angeschaut